Weiter geht's heute mit Nitfos wieder an Bau. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Event und das heißt der Sturmkanal. Mit dem Akura RSX gehen wir heute auf Tiere erjagt. Och, geh mir nicht mehr auf den Senkel. So, jetzt muss ich die zweite Mal vorne fangen. Ja, ich hab's im letzten Moment kassiert, Junge. Im letzten Moment in der Röhre kassiere ich mir die beiden Führenden. Ja, ich glaube 300 Meter vom Ziel oder so, aber ich denke, ich kassiere überholt. Boah, war das wichtig. Deswegen habe ich diese 12.000 mitgenommen. Yes. Ja. Was ist denn das für ein Rennen? Abseits der Zivilisation? Was ist denn das? Langstreckenrennen? Ja, ich hab geil, ich hab das Ding mitgenommen. Hier kannst du nochmal was mitnehmen. Hier sind nochmal 7.000. Also wir fahren eh teilweise. Rennen mehrmals, weil wir die ja die Kohle brauchen. Geil, ey! Im letzten Mal hätte ich nicht mal die Möglichkeit, dass ich die Kandidaten da kassiere. Geh weg, Kopf. Das ist ein Trap oder ist das eine. Trap ist das. Das hat man ja haben müssen. Weil es ist ja noch 210, oder nicht? Der kommt natürlich nicht sehr lange sehen. Ja, scheiße. So, einmal unten in die Garage, bitte. Ich will den Akura ja irgendwann auf die Stufe auf die Links bringen. Auf A+ bekommen.
So, wir haben nichts wirklich. Die können eigentlich alle nichts. Warum habe ich jetzt die Decaps als Auto? Nur so nebenbei gerade. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass ich in der Kura fahre. Dann zeige ich euch. Bin ich schnell oder bist du nur langsam? Cheers, wir sehen uns am Ziel. Halbstrecke, noch ist das nicht vorbei. Ja, Runde 2 von 3. Eine relativ einfache Strecke und leicht verdientes Geld. Es gibt 7.500 dafür. Und die Kohle will ich einfach mitnehmen. Vielleicht schaffe ich es noch. Voll der Race, letzter. Aber die haben alle nichts, die Auto, der Haube, die Autos von denen. Scheiße. Gerade noch so. Oh, Glück gehabt. Da habe ich mir fast das Rennen noch versaut. Also weil ich da einen Fehler drin hatte, weil ich zu früh einfach abgebogen bin. Aber ich nehme sie trotzdem mit, die Kohle. Das ist unseres. So. Also wir raten, die Kopf sind natürlich jetzt wieder mit dabei, ne? Sind sie nicht, okay. So, hier ist irgendwo noch ein weiteres Event. Was haben wir denn hier als Event? Was ist denn das? Windiger City Sprint. 4.500 bringt uns das. Wir sind jetzt bei 34, ne? So, dann haben wir hier noch was. Wo kann ich jetzt hier? Muss ich hier runter? Hier komme ich bestimmt nicht runter, oder? Das Ding ist nämlich da unten irgendwo. Ja, ich will halt vor dem Dings eigentlich doch gerne den. Wir müssen sowieso Geld investieren und deswegen müssen wir aufbauen. Weil ich will den Akura auf die A+ müssen wir bringen. Da müssen wir doch die 50.000 sammeln. Aber sobald ich die A+-Rennen habe, sobald ich das Ding aufgebaut habe, anders geht es ja eh nicht. Können wir eh nichts weitermachen. Deswegen bauen wir jetzt erstmal den. So, jetzt nehmen wir den Eclipse mit. Wir wetten mal auf der Ray und gehen ins Rennen. Ich brauche ein A, A+, S und ein S+ Fahrzeug. Das A-Fahrzeug ist der Eclipse, das ist klar. Der A+ steht der Akura hier und danach müssen wir gucken, was wir noch, dass wir dann noch den verkaufen. Glück gehabt, dass ich hier doch das Ding. Ich bin vor allem schnell. Ich
Ich glaube, ich habe die gerade, Justicia gerade in den Kopf gedrückt. Jetzt können wir hier nämlich ein bisschen dran ziehen mit dem Auto. Wir haben ein bisschen Power, wir haben ja ein bisschen Power unter der Haube. Vor allem, weil wir schön gerade fahren. Also weil wir schön gerade die Strecken haben. Das ist schon klar, dass ich noch nichts gewonnen habe. Gewonnen habe ich erst, wenn ich in der Linie bin. Aber damit, das müsstet ihr euch mittlerweile auskennen. In meinem Rennen habe ich euch nämlich gerade so ein paar Meter vor der Ziellinie kassiert. Aber hier lasse ich euch mal überhaupt keine Chance. $3.200 auf der Hand. So, jetzt gehen wir mal in die Werkstatt alle wieder. Ich will aber hier vorher noch das Paint Spray mitnehmen. Das ist aber oben, ne? Scheiße. Ja, Paint Spray, das Graffiti. Was ist denn heute los? Warte, wir müssen hier in die Werkstatt. Gucken wir mal gerade, wohin müssen. Ja, wir fahren direkt durch in die Werkstatt. Ins Versteck. Boah. Wie haben wir denn überhaupt an Stärke? Stufe 2. Was ist denn heute los mit den Cops? Ich hab's mir fast gedacht, dass die. Zielperson sitzt am Steuer eines Acura. Alle Einheiten. Das Objekt wurde soeben bei Douglas Park gesichtet. Ah, abgehängt! Heiz für ihn, Zentrale! Diesmal lässt sich das Fahrzeug nicht entwischen. Scheiße. Das, weil ich euch gelassen habe, deswegen. An alle Einheiten. Zielperson ist jetzt bei Southland Drive. Jawohl, wir haben's. Entkommen. Sogar jetzt mal. Guck, wir haben direkt das nächste Versteck hier in der Nähe, deswegen nehmen wir das mit. Fahren wir nicht zu dem anderen, sondern dem hier. Ich nehme die Plakatwand doch mit. Das sind jetzt nochmal $1.250 für ein bisschen. So, nehmen wir die Garage von Chacha mit, wir reparieren das Auto und dann müssen wir halt ein bisschen Geld ins Auto stecken, weil ich will auf A+ kommen. So, wir sind wieder in der Nacht. Also Alec und die Leute aus den Heights machen krumme Dinger, ja?
Wie überraschend. Total. Wird langsam echt witzig. Ich frag mich, ob Alec jetzt eine Augenklappe trägt. Ich mein's ernst. Ich etwa nicht? Augenklappen sind krasser Scheiß. Ted, jetzt mal ehrlich. Halt Kiddo da raus. Ich hab schon Yes verloren. Ich will euch nicht auch noch verlieren. Oh, Mr. Wright. Werden wir etwa sentimental? Okay, wir müssen noch ein bisschen fahren. Wir brauchen 50.000. Das heißt, wir müssen noch mal auf 11.000. Wir müssen noch 11.000 haben. Naja, scheiße. Warte mal, gucken wir mal, was für Motor. So, grundlegend. 36.000, da fährt 240. Ein Pro-Motor, 249 A+. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch Events fahren, das ist klar. Wir haben noch nicht das Geld leider dazu. Leider haben wir noch nicht das Geld dazu. Schade. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen. Hier würde ich sogar fast höher gehen. Naja, müssen wir noch Events fahren. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ihr kennt das mittlerweile. Bis dahin und tschüss.